Hey, wie schön, dass du hier bist. Ich bin Lena und ich habe uns heute eine 40-minütige Yogastunde vorbereitet, die sich an alle richtet, die den Trubel des Tages hinter sich lassen wollen und ein bisschen zur Ruhe kommen möchten. Der Fokus liegt passend zur Tageszeit auf Vorbeugen und Drehungen, die den Körper stabilisieren und den Geist beruhigen. Außerdem widmen wir uns einer besonders langen Ausatmung. Der Atem steht ja ohnehin im Yoga immer im Zentrum unserer Aufmerksamkeit und heute besonders, denn eine lange Ausatmung wirkt sich eben auch harmonisierend und entspannend auf unser Nervensystem und auf den ganzen Organismus aus. Für den Anfang kannst du dir gerne ein Kissen nehmen, um ein bisschen bequemer zu sitzen. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Mitmachen. Wir beginnen im Sitzen in einem ganz simplen Schneidersitz. Ja, das ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, wenn dir das schwer fällt, dich hier aufrecht hinzusetzen, weil der Rücken rund wird, dann leg dir gerne ein Kissen unters Becken und probier nochmal. Ja, es kommt gar nicht darauf an, hier die perfekte Haltung zu finden, sondern einfach für dich, deiner Tagesform heute entsprechend eine bewusste Haltung einzunehmen, so aufrecht, wie es dir jetzt möglich ist. Leg die Hände bequem auf den Oberschenkeln ab und dann schließ deine Augen oder senke den Blick und lass die Augenlider nach und nach schwerer werden. Du kannst mal die Zunge vom Gaumen lösen und sie einfach nach unten sinken lassen, um den Kiefer zu entspannen. Entspanne dein ganzes Gesicht, die Stirn, die Muskeln um die Augen herum. Heb dein Brustbein sanft nach oben und lass gleichzeitig die Schultern weich nach hinten unten fließen, die Ellbogen entspannt, die Hände bis in die Fingerspitzen entspannt. Dein Bauch weich und entspannt. Und so, als könntest du das jetzt ganz bewusst entscheiden, lass diesen Tag nun hinter dir. Und lass alles, was heute Abend oder morgen noch kommt, nun weit vor dir. So dass du richtig viel Raum hast, für dich jetzt in diesem Moment anzukommen. Konzentriere dich auf deine Atmung und nimm wahr, wie der Atem durch die Nase kühl in dich hineinfließt, wie der Atem etwas wärmer aus dir hinausfließt. Ja, sofort, wenn du dich auf den Atem konzentrierst, landest du bei dir, landest du im Hier und Jetzt. Wir beginnen mit einer ganz simplen Atemübung, bei der du dir nun vorstellen kannst, dass dein Körper wie ein Glas ist, ein leeres Glas, das du nach und nach mit Wasser füllst und wieder leerst. Wir atmen in einer Stufe ein und in drei Stufen aus. Du kannst dabei ganz gelassen bleiben. Wir wollen uns hier auf die Ausatmung konzentrieren, um unser Nervensystem zu beruhigen und um unseren Geist auch mehr und mehr zur Ruhe zu bringen. So, atme einmal tief ein, füll das Glas von unten bis nach oben, bis unter das Schlüsselbein. Dann atme zunächst nochmal in einem Stück aus. Ja, werde richtig leer, entspann nochmal die Schultern, lass dein Becken etwas tiefer in die Unterlage sinken. Und dann beginnen wir mit der Übung. Atme wieder ein, ganz tief und voll, richte dich dabei nochmal auf. Und dann atme nun zu einem Drittel aus und halte die Lungen zwei Drittel gefüllt.
Atme weiter aus, das nächste Drittel, leere etwas mehr und halte noch ein Drittel. Super, dann atme nun den letzten Rest aus und zwar richtig doll, so dass du komplett leer wirst. Der Bauchnabel zieht leicht nach innen und du spürst, wie wirklich keine Luft mehr in dir ist. Einatmen, wieder das Glas füllen von unten nach oben über die Seiten bis hoch unter das Schlüsselbein. Dann atme etwas aus, halte, atme etwas mehr aus, halte und dann atme das letzte Drittel aus, werde komplett leer, ja ganz langsam und ruhig. Beginne wieder von vorne, einatmen, richtig tief und voll. Ein Drittel ausatmen, nächstes Drittel ausatmen und schließlich den Rest ausatmen, ganz leer werden. Mach das noch zweimal für dich, ganz gelassen, ganz ruhig. Und wenn du die zweite Runde beendet hast, dann lass den Atem einfach wieder frei fließen, so wie er kommt und geht, ganz natürlich. Nimm die Wirkung dieser Übung wahr. Und du kannst die Augen nun gerne geschlossen halten, wenn wir nun den Körper etwas mobilisieren. Ja, beginne so ein bisschen um deine eigene Achse zu kreisen, den Körper zu bewegen, über links, nach vorne, nach rechts, nach hinten oder umgekehrt. Lass die Kreise gerne etwas größer werden, so wie das jetzt für dich angenehm ist. Verlagere das Gewicht. Spüre vielleicht eine kleine Bewegung jetzt in den Schultergelenken. Vielleicht möchtest du auch den Nacken, den Kopf ein bisschen mitnehmen. Ja, mach das jetzt zu deiner Übung, zu deiner Bewegung. Der Atem weiterhin ganz tief und ruhig. Dann wechsel die Richtung. Ja, wir wollen hier ein bisschen mehr Weichheit in die Muskeln, in die Gelenke bringen. Denn ja, ein verspannter Körper kann die Energie, die wir in der Yoga-Praxis kreieren, nicht so gut aufnehmen. Also nimm noch ein, zwei Atemzüge und geh noch durch ein, zwei bewusste Kreise. Und dann finde allmählich wieder Ruhe, eine aufrechte Position. Öffne deine Augen, nimm den Blick nach unten und dann wechsel einmal die Kreuzung deiner Beine. Nimm das andere Bein nach vorn. Wir lösen gleich den Sitz auf. Noch ein paar Mobilisierungsübungen für den Nacken und für die Wirbelsäule. Streck nun einmal deine Arme nach oben richtig lang und schau auch mal nach oben. Jetzt als wolltest du nach den Sternen greifen, regel dich so ein bisschen Richtung Decke, kannst dabei auch mal die Finger bewegen, die Handgelenke bewegen, die Flanken richtig gut strecken. Sehr schön. Und dann nimm den Kopf wieder nach vorne, atme ein, mach dich nochmal ganz lang und dreh dich mit einer Ausatmung um deine eigene Achse nach rechts, lass die Arme sinken, linke Hand kommt außen an den rechten Oberschenkel, rechte Hand hinter dir zum Boden. Atme ein, komm schon wieder in die Mitte zurück, streck die Arme nach oben.
Atme aus, dreh dich nach links, bring die rechte Hand an den linken Oberschenkel, die linke Hand hinter dir zum Boden, dreh dich auf. Sehr gut, atme ein, wieder zurück in die Mitte, werde nochmal groß. Dann verzahn die Finger, atme aus, leg die Hände an den Hinterkopf. Sehr schön, atme weiter, wir bleiben einen Moment hier. Zieh die Ellbogen richtig schön weit hinter die Ohren. Und dann drück den Hinterkopf sanft in deine Hände, heb das Brustbein etwas mehr an. Gut, atme hier ein in die volle Weite des Brustkorbes. Mit der Ausatmung nimm dein Kinn zur Brust und zieh die Ellbogen von vorne gesehen zueinander. Einatmen, wieder aufrichten. Zieh die Ellbogen von hinten gesehen zueinander. Heb dein Herz, heb den Blick. Sehr gut. Und wieder ausatmen. Kinn zur Brust, Ellbogen ziehen zueinander. Lass das Brustbein aber aufgerichtet. Noch einmal so einatmen. Und aus. Atme ein. Noch ein allerletztes Mal. Ellbogen öffnen, Achseln öffnen. Ausatmen, Kinn zur Brust. Und dann bleibe hier, atme weiter. Spür die Dehnung im Nacken und atme richtig schön in diese angenehme Dehnung hinein. Lass die Schultern ganz weit nach unten sinken. Und dann beweg dein Kinn etwas nach rechts, Richtung rechte Schulter. Und wieder zur Mitte, etwas nach links. Und wieder zurück in die Mitte. Und dann lass jetzt einmal den oberen Rücken nach hinten weit werden. Ja. Schieb das Herz nach hinten, mach den oberen Rücken rund. Sehr gut. Und dann aus dieser Rundung heraus, roll den Oberkörper wieder auf, drück die Hand, den Kopf in die Hand. Und dann öffne die Ellbogen wieder, löse die Hände, bring das rechte Ohr über die rechte Schulter und leg die rechte Hand sanft auf den seitlichen Kopf. Die linke Hand ist am Boden, Fingerspitzen am Boden. Dann schick ein paar Atemzüge hier jetzt in die linke Seite des Nackens. Und streck hier schön die seitliche Nackenmuskulatur, Schultergürtel auf der linken Seite. Atme hier noch einmal tief ein und aus. Und vorsichtig heb den Kopf wieder an, löse die rechte Hand und geh über zur zweiten Seite. Linkes Ohr über die linke Schulter, leg die linke Hand außen auf den Kopf. Rechte Fingerspitzen kommen zum Boden und dann gönn dir auch hier ein paar Atemzüge. Ja, wir wollen mit diesen Übungen so die gröbste Spannung, die sich im Laufe des Tages angestaut hat, im Schulter-Nackenbereich lösen. Gut. Dann komm langsam zurück in die Mitte. Und jetzt löse den Sitz auf und komm in den Vierfüßlerstand. Platziere deine Hände unter den Schultern, die Knie unter den Hüftgelenken, leg den Fußspann ab. Dann atme hier im Vierfüßlerstand einmal ein, spreiz deine Finger richtig schön weit. Mit der Ausatmung schieb das Gesäß auf die Fersen in die Stellung des Kindes, bring die Stirn Richtung Boden, die Arme ganz gestreckt nach vorne. Mit der Einatmung komm schon wieder nach oben in den Vierfüßlerstand, neutrale Ausrichtung der Wirbelsäule. Mit der Ausatmung schieb das Gesäß zurück auf die Fersen, die Stirn Richtung Boden, die Schultern ziehen weg von den Ohren. Wir geben dem Atem einen Rhythmus. Einatmen, komm nach oben. 2, 3. Ausatmen, schieb dich zurück. 2, 3. Einatmen, nach oben. 2, 3.
Ausatmen, wir verlängern. Zurück. Zwei, drei, vier. Nach oben. Einatmen. Zwei, drei. Ausatmen. Zwei, drei, vier, fünf. Einatmen. Zwei, drei. Ausatmen. Zwei, drei, vier, fünf. Sechs. Noch zweimal mit sechs ausatmen. Ein, zwei, drei. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Letztes Mal. Ein, zwei, drei. Aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. Einatmen, wieder nach oben, Vierfüßlerstand. Und dann stell jetzt deine Zehen auf, heb die Knie vom Boden und schieb dein Gesäß nach hinten raus in den herabschauenden Hund. Ja, dein Körper wie ein Dreieck. Du kannst die Knie aber gebeugt lassen, die Sitzbeinhöcker nach oben Richtung Himmel recken. Und dann bleiben wir gar nicht lange hier. Lauf in kleinen Schritten langsam nach vorne zu den Händen. So, die Füße können hinter den Händen stehen bleiben, etwa 30 cm entfernt, die Knie gebeugt. Ja, kannst die Fingerspitzen mal am Boden absetzen und den Kopf richtig dolle nach unten hängen lassen. Nacken ist ganz locker. Dann atme hier nochmal ein. Mit der nächsten Ausatmung streckt das rechte Bein etwas mehr, sodass du jetzt eine Dehnung in der rechten Beinrückseite spürst. Mit der Einatmung beugt das rechte Bein wieder. Ausatmen, streckt das linke Bein etwas mehr. Super, Dehnung in der linken Beinrückseite. Einatmen, beide Knie beugen. Achte nochmal drauf, Kopf entspannt. Ausatmen, streckt das rechte Bein. 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, beugen. 2, 3. Ausatmen, linkes Bein strecken, 2, 3, 4, 5, 6. Fahre sofort immer eine tiefe, kurze Einatmung und eine lange, ausgedehnte Ausatmung zum Entspannen, zum Vertiefen. Wenn du dann jede Seite gleich oft geübt hast, beende die Übung, indem du einfach nochmal beide Knie beugst, den Rumpf, den Kopf ganz schwer machst und dich dann langsam Wirbel für Wirbel nach oben hin aufrollst. Ja, du kommst dann im Stehen an, am Anfang deiner Matte. Füße hüftweit geöffnet. Und dann richte dich hier ein. Nimm die Schultern nochmal nach hinten unten. Wir fließen durch ein paar Runden halbe Sonnengrüße. Einmal ohne Atemrhythmus, einfach freie Atmung und dann sage ich den Rhythmus wieder an. Also atme ein, heb beide Arme nun über die Seiten nach oben. Schau nach oben zu den Händen. Die Handflächen berühren sich über dem Kopf. Und mit der Ausatmung nimm die Arme über die Seite und tauch nach unten ab. Gerne die Knie dabei beugen. Wir waren hier schon mal. Kopf entspannt. Setz die Hände nun an deine Schienbeine und schieb das Brustbein nach vorn. Zieh die Schulterblätter leicht zueinander. Der Rücken wird lang. Und dann tauch wieder nach unten ab. Mit einer Ausatmung entspann den Kopf. Entspann dein Gesicht. Beug die Knie mehr an mit einer Einatmung und dem geraden Rücken. Heb die Arme über die Seite, um dich aufzurichten. Hände über den Kopf, schau nach oben. Atme aus, nimm die Hände zum Herzen und sammel dich. Wir verbinden das Ganze wieder mit unserem Rhythmus einer intensiven Einatmung und einer langen, ausgedehnten Ausatmung. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann heb deine Arme über die Seite, schau nach oben.
Mit der Ausatmung doppelt so lang nach unten abtauchen. 2, 3, 4, 5, 6. Hände an die Schienbeine, Brustbein schiebt nach vorn. Tief einatmen. Ausatmen, wieder in die Vorbeuge, tauch ab. 2, 3, 4, 5, 6. Beug die Knie, richte dich mit geradem Rücken auf über die Seite, Arme nach oben, schau nach oben. Und ausatmen, nimm die Hände vors Herz. 2, 3, 4, 5, 6. Wir fahren sofort. Einatmen, Arme steigen. 2, 3. Ausatmen in die Vorbeuge. 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, Brustbein schiebt nach vorn. Halbe Vorbeuge. Und ausatmen, richtig schön die Ausatmung lang machen. 3, 4, 5, 6. Wieder aufrichten. Einatmen, 2, 3. Schau nach oben. Ausatmen, sammel die Hände vom Herzen. 3, 4, 5, 6. Einatmen, Arme, 2, 3 nach oben, ausatmen nach unten, 2, 3, 4, 5, 6. Einatmen, Brustbein nach vorn, 2, 3, ausatmen, Vorbeuge, 3, 4, 5, 6. Einatmen, aufrichten, 2, 3, ausatmen, Hände zum Herzen, 3, 4, 5, 6. Fahre sofort in deiner Zeit. Also 3 bis 4 Takte ein und 6 bis 8 Takte aus. Wenn du das nächste Mal in der Vorbeuge bist, das heißt dein Kopf, dein Oberkörper nach vorne übergebeugt, dann bleibe hier. Wir warten einen Moment, bis sich alle hier eingefunden haben. Hier in diesen Vorbeugen kann man immer richtig schön tief auch in den Bauch atmen. Okay, dann nimm nun deine Hände zum Boden und setz den rechten Fuß weit nach hinten, richtig, richtig weit. Zehenballen, rechter Fuß ist aufgestellt. Heb das rechte, den rechten Oberschenkel noch ein Stückchen höher und dann nimm deine Arme über die Seite und richte den Oberkörper auf für einen hohen Ausfallschritt bzw. eine Variante von Krieger Nummer 1. So, sammel dich hier, finde die Balance. Atme nochmal ein und mit einer Ausatmung nimm die Arme über vorne, nimm den Oberkörper mit nach vorne, neige dich nach unten. Vielleicht berührt der Bauch den Oberschenkel. Einatmend wieder aufrichten, Arme über die Seite nach oben. Mit einer richtig langen Ausatmung, Arme nach vorne und unten. 5, 6, einatmen, 2, 3, ausatmen, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Noch eine Runde. Ein und aus. Atme ein, streck deine Arme wieder nach oben. Dann atme aus, dreh dich nach rechts, bring die Hände an die Hüften und die Fußaußenkanten jetzt parallel. Einatmen, streck deine Arme wieder nach oben, mach dich lang. Ausatmen, Achtung, die rechte Hand jetzt unter dir zum Boden, der Rücken gestreckt und der linke Arm streckt nach oben. Einatmen, wieder zurück nach oben, in die Mitte, die Arme hoch. Ausatmen, linke Hand kommt zum Boden, rechter Arm nach oben und du drehst dich nach rechts. Einatmen, wieder in die Mitte, wir machen das noch ein paar Mal.
Ausatmen, dreh dich nach links, rechte Hand zum Boden. Rücken bleibt die ganze Zeit lang. Einatmen, wieder nach oben. Ausatmen, dreh dich nach rechts, linke Hand zum Boden. Einatmen in die Mitte. Und beim nächsten Mal ausatmen, neige dich mit geradem Oberkörper nach unten, beide Hände zur Erde. Und lass den Kopf entspannt nach unten baumeln. Ja, schau, dass die Hände zum Boden kommen. Wenn sie nicht zum Boden kommen, kannst du den Schritt ein bisschen größer machen, diese Grätsche. Und wenn das dann immer noch nicht geht, dann greif gerne einfach die Ellbogen und lass den Oberkörper nach unten baumeln. Okay, atme noch zweimal hier tief ein. Und richtig lang aus. Am Ende der Ausatmung schön den Bauch ranziehen. Einatmen. Und aus. Gut, dann beuge deine Knie nun an. Lauf mit den Händen nun Richtung Mattenanfang. Dreh die Füße mit Richtung Mattenanfang und mach den Schritt nach vorne in die ganze Vorbeuge. Wir wechseln die Seite, setz den linken Fuß nun nach hinten, heb den linken Oberschenkel ein Stückchen nach oben, das gibt ein bisschen mehr Stabilität. Und dann richte dich mit einer Einatmung auf die Arme über die Seite nach oben. Mach dich groß, sammel dich. Ausatmen, nimm die Arme über vorne nach unten. Große Bewegung. Einatmen, über die Seite. Zwei, drei. Und ausatmen, über vorne. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mach so weiter in deiner Zeit. 3 bis 4 Takte ein, 6 bis 8 Takte aus und finde über diesen Atemrhythmus die Stabilität. Wunderbar. Wenn du das nächste Mal einatmest, dann bleibe hier. Mit der Ausatmung dreh dich nach links, senk die Hände zur Hüfte, beide Füße wieder parallel für diese Grätsche. Okay, atme ein, streck deine Arme nach oben, atme aus, dreh dich nach rechts, bring die linke Hand nun wieder zum Boden, den rechten Arm nach oben und bleibe hier. Ja, wenn die linke Hand nicht zum Boden kommt, kannst du auch alternativ die linke Hand einfach rüber an den rechten Oberschenkel legen. Oder um ein bisschen zu vertiefen, auch außen an die rechte Wade. Dann dreh dich weit auf, der Brustkorb nach rechts, der Rücken lang. Noch einmal einatmen. Richtig lang ausatmen. Ein. Und mit der nächsten Ausatmung wechsel die Seite. Rechte Hand kommt zum Boden, linker Arm streckt nach oben. Oder du legst die rechte Hand außen an den linken Oberschenkel oder für eine intensivere Drehung noch und auch eine Dehnung in den Beinrückseiten, rechte Hand außen an die linke Wade und du drehst den Brustkorb auf. Achte darauf, dass der Scheitel nach vorne strebt, ja, der Rücken ganz lang. Noch ein letzter Atemzug hier ein. Lang aus. Letztes Mal ein. Mit der Ausatmung löse auf, beug die Knie etwas an und dann wandere zurück nach vorne, dreh die Füße mit zum Anfang der Matte und mach von hier nun den Schritt nach hinten wieder in den herabschauenden Hund. Bring beide Knie zur Erde, setz dich auf deine Fersen. Aufrechter Oberkörper. Gut. Und dann leg hier einmal deine aktive Hand in die passive, Rechtshänder die rechte Hand in die linke und umgekehrt. Schau mal, dass die Daumen sich berühren für Dhyana Mudra. Und dann schließ deine Augen oder senk den Blick, um nachzuspüren. Nimm die Empfindungen in deinem Körper wahr. Qualität des Atems.
Und alles, was da ist, beobachte, nimm wahr. Und nimm alles, was da ist, liebevoll an. Dann öffne langsam deine Augen und setz dich neben deine Füße, nimm deine Beine nach vorn. Und dann schau, dass du jetzt die Fersen am Boden ablegst, die Knie bleiben gebeugt. Wir üben zum Abschluss noch eine letzte Vorbeuge, Paschimottanasana, sitzende Vorbeuge. Dafür kannst du mal probieren, die Fußaußenkanten zu greifen. Vielleicht musst du dafür die Füße richtig dicht rannehmen. Ja, so die Knie ganz dolle gebeugt. Und wenn es nicht gut geht, dann greif einfach deine Waden. Das ist genauso gut. Oder kannst die Hände auch auf die Schienbeine legen. Atme ein, heb dein Brustbein an und mach dich nochmal so lang, wie du kannst. Mit der Ausatmung bring den Bauch ein bisschen dichter zu den Oberschenkeln. Und dann lass schließlich auch den oberen Rücken etwas rund werden, ohne dabei die Schultern rund zu machen, sondern die Schultern ziehen nach hinten unten, aber der Kopf darf sich entspannen. Und dann bleibe hier. Vielleicht kannst du jetzt mit den Händen ein Stückchen weiter nach unten rutschen, Richtung Knöchel oder Richtung Füße. Schließ deine Augen hier nochmal. Lass uns ein letztes Mal den Fokus hier auf die Ausatmung richten. Atme etwa 3 bis 4 Takte ein und doppelt so lang 6 bis 8 Takte aus. Ja, versuch mit jeder Ausatmung zugleich die Dehnung etwas zu verstärken. Vielleicht möchtest du mit den Füßen noch ein Stückchen weiter nach vorne wandern. So die Beinrückseiten etwas mehr strecken. Und versuch gleichzeitig, dich ein bisschen mehr in diese Dehnung, in diese Position hinein zu entspannen. Tiefe Einatmung, lange Ausatmung. Lass den Atem wieder frei fließen. Mach den Kopf schwer, die Arme schwer und roll dich langsam mit rundem Rücken nach oben auf. Dann setz dich auf die Mitte deiner Matte. Stell die Füße vor dir am Boden auf und komme in die Rückenlage. Leg dich ab. Und streck deine Beine nach vorne aus. Lass deine Zehen nach außen fallen. Leg die Arme neben dem Körper ab. Dreh die Handflächen nach oben. Und schau, dass deine Finger jetzt so ganz natürlich eingerollt sind. Schließe die Augen. Diese letzten Momente der Yoga-Praxis, die Schlussentspannung, Shavasana, dient dazu, dass unser Organismus auf allen Ebenen die Yoga-Praxis nun verdauen kann. Alle Bewegungen richtig schön sacken zu lassen und schließlich zur Ruhe zu kommen. Wir haben den Atem oft kontrolliert heute. Du kannst jetzt aber die Kontrolle abgeben. Den Atem einfach so, wie er möchte, fließen lassen. Gib auch die Kontrolle über die Muskeln, die Knochen, die Gelenke, die Organe ab. Und stelle dir vor, wie dein gesamter Körper nun angenehm schwer in die Erde hineinsinkt.
Spüre die Unterstützung deines Körpers durch die Erde. Lass dich voller Vertrauen in die Erde hineinsinken. Voller Gewissheit, beschützt zu sein und getragen zu sein. Deine Füße und Beine sind schwer und entspannt. Dein Gesäß, dein Rücken, Bauch und Brust angenehm schwer und entspannt. Deine Schultern, Arme und Hände angenehm schwer und entspannt. Dein Kopf angenehm schwer und entspannt. Dein Gesicht weich, freundlich und entspannt. Erlaube deinem Körper, vollkommen loszulassen. Alles Schwere an die Erde abzugeben. Und finde so einige Momente der vollkommenen Entspannung in Stille. Komme allmählich mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück ins Außen. Lass den Atem wieder tiefer werden. Beginne den Körper wieder aufzuwecken mit kleinen Bewegungen in Fingern, Zehen, Hand- und Fußgelenken. Lass die Bewegungen größer werden. Streck dich gern mal in die Länge, schließ die Beine, gähne, mach Töne. Und dann stell die Füße auf, um dich nochmal auf die rechte Seite zu drehen. Dort für einen Moment zu bleiben. Und diesen wundervollen Moment nach Shavasana auf dich wirken zu lassen.
Dann mach dich schließlich wieder auf den Weg nach oben zum Sitzen in eine bequeme Haltung, so wie zu Beginn, mit geschlossenen Augen. Nimm die Hände vor der Brust zusammen. Und dann atme hier ein letztes Mal für diese Yoga-Praxis tief, tief ein. Richte dich dabei nochmal auf. Und atme lang aus. Nimm dein Kinn zur Brust, die Stirn zu den Fingerspitzen. Und dann schick hier einen Impuls der Dankbarkeit durch deinen Körper für diese Yoga-Praxis. Und wenn du soweit bist, dann öffne wieder deine Augen. Lass den Blick klar werden und heb deinen Kopf. Namaste. Ich danke dir von Herzen fürs Mitmachen und wünsche dir nun einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.